Angela, du bist zu meinem Beruf als Professorin für evangelische Theologie mit dem Schwerpunkt Seelsorge, aber auch Liturgie, also Rituale, zählt natürlich, sich Gedanken zu machen über die Bestattungsfeier. Und ja, mir liegt natürlich auch daran, überall die spirituellen Aspekte wiederzugewinnen. Und es war zum Mäusemelken oder sich die Haare raufen, fast überall, wo, also bis auf eine Person, überall, wo ich hinschaute, in die Lehrbücher oder sogenannte akademische Texte zum Thema, waren die sich einig, die Bestattungsfeier richtet sich nicht an den Verstorbenen, sondern dient lediglich der Trauerverarbeitung für Hinterbliebene. Obendrein gibt es dann in der evangelischen Kirche die fette, aus meiner Sicht, ich sage es hier klar, Irrlehre, die heißt Ganztodtheorie. Wenn der Mensch stirbt, stirbt er ganz. Und die ist direkt gerichtet gegen die alte Lehre der unsterblichen Seele. Die katholische Kirche hat das immerhin noch drin. Es gibt so einen Katechismus für Erwachsene und da steht eben, wir lernen die Unsterblichkeit der Seele. Also Toter als tot kann der oder die Verstorbene aus der Sicht eines evangelischen Pastors, der einfach nur brav das Gelernte jetzt anwendet, nicht sein. Natürlich ein totaler Grund eigentlich zur Hoffnungslosigkeit, aber ich will es erwähnt haben, wenn sich hier auch nochmal andere Menschen fragen, wieso finden sie so eine Veranstaltung so wenig ansprechend? Und dann war es für mich der große Glücksfall, als ich mal in Berlin war, dass ich bei dir mal ehrenamtlich kurz einspringen durfte für eine Bestattungsfeier und du hast mich kurz ausgebildet. Und hinterher strahlten meine Augen. Ich hatte noch nie so eine schöne Bestattungsfeier durchgeführt. Und ich bin ja auch hellfühlig, hellsichtig und du hast mir auch Freiraum gelassen, wie ich das Ritual gestalte. Es war herrlich. So, und jetzt gebe ich dir Raum, mal zu sagen, was für dich dazu zählt, eine, ich sag's mal, lebendige Bestattungsfeier, die sich endlich an den oder die Verstorbene zuerst richtet. Für die jetzt nochmal, die theologisch interessiert sind, Hans-Martin Gutmann, Professor für praktische Theologie, evangelische Theologie aus Hamburg, der war einer der ersten, die immerhin sagten, dass es eventuell auch bei der Bestattung um den oder die Verstorbene gehen könnte. Ja? Also ich mache niemals Kirchenbashing, weil ich die Kirche nicht mag. Ich will nur, dass sie gute Arbeit macht. Angela, ich übergebe an dich. Ja, also ich nenne das ja auch keine Trauerfeier oder Bestattungsfeier, sondern Lebens- und Abschiedsfeier. Und das ist ganz klar, worum es dann geht. Also das ist ja die Emphasis, also das Emphasis ist dann auf den Verstorbenen und nicht auf den Angehörigen. Wir fühlen uns natürlich verlassen in der Trauer, das ist, wir erleben den Schatten und die Verstorbenen erleben das Licht. Und wenn wir aber zu einer Feier gehen und es gibt gar keine Möglichkeit, irgendwas aus dem Leben zu hören, im Leben des Menschen, des Verstorbenen zu hören, dann fehlt einfach was. Und wenn es nur um unser Trauen, unser Schmerz geht, dann finde ich, das ist fehlgeleitet. Denn da frage ich mich auch, wo bitteschön bleibt der Verstorbene? Und mir ist es zum Beispiel auch wichtig, den Verstorbenen anzusprechen, von Anfang an. Weil es geht um den Verstorbenen und dass er im Mittelpunkt ist. Es ist wichtig, auch, dass seine Ansprache gehalten wird, nicht für den Angehörigen, sondern für den Verstorbenen. Denn nach 3 Tagen, spirituell gesehen, ist es so, dass dann dieser Ätherleib, dieser Lebensleib sich ausbreitet in den Ätherkosmos und es entsteht so ein großes Überbewusstsein, dass wenn man nicht eingeweiht worden ist im Leben, man es nicht aushält und man fällt in eine Bewusstlosigkeit hinein. Und genauso wie jemand, der aus dem Koma aufwacht und nicht weiß, wie er heißt oder was er getan hat im Leben, muss man ihm das erzählen, sodass er wieder einen Anschluss bekommt an sein Leben, eigentlich eine Selbsterkenntnis bekommt. Und genau deswegen sollte man auch diese Rede halten, ich nenne das jetzt Lebenskunstwerk.
dass wir arbeiten alle an unserem Lebenskunstwerk und die letzte Schliffe ist der letzte Atemzug. Und erst dann erkennt man, wer dieser Mensch eigentlich ist. So eine Rede kann man nicht vorher schreiben, erst hinterher. Weil da fallen alle Hüllen und dann merkt man, wer dieser Mensch ist. Wir verstecken uns einfach hinter ganz vielen Hüllen. Und diese Rede sollte auch in Du-Form geschrieben sein, finde ich. Ich war nämlich in der Ausbildung bei einer Bestattung, da war ein Redner, der hat über den Verstorbenen gesprochen und dann hat er den Verstorbenen angesprochen und auf einmal war der Verstorbene da. Dann dachte ich, huch, das ist ja aber spannend. Also, und dann dachte ich, wie im Leben, wenn ich über dich mit jemand anders spreche, dann brauchst du nicht zuzuhören, aber wenn ich dich anspreche, dann musst du Rede und Antwort halten. Und das ist bei den Verstorbenen offensichtlich nicht anders. Die sind ganz anders anwesend, wenn sie angesprochen werden, als wenn man über sie spricht. Und das ist das Wichtige, dass man auch, da gibt es auch eine ganz andere Präsenz des Verstorbenen, wenn man ihn anspricht oder ihr anspricht, sie anspricht. Also, und ich finde, zu versuchen in dieser Rede auch rauszubekommen, deswegen geht es erst nach dem Tod, was für ein Motiv hatte dieser Mensch im Leben und was war jetzt seine Aufgabe oder ihre Aufgabe. Das erkennt man meistens erst nach dem Tod, was der Mensch als für Spuren hinterlassen hat. Ja? Und das darzustellen ist ganz wichtig. Es darf auch humorig werden, finde ich. Also der Humor gehört einfach zum Leben dazu. Auch beim Aufgebahrten zum Beispiel gibt es zwei Gesichtshälften, die man studieren kann. Die rechte Seite ist meistens ernst und ernst hat einen Bruder, das ist der Humor. Und die linke Seite, das ist meistens die linke Seite, die schmunzelt. Und genauso im Leben gibt es auch diese ernste Seiten. Wir haben alle unsere Schwächen, sodass wir dran wachsen. Und man soll aber auch diese Schwächen erwähnen. Man kann es aber auch leicht und humorvoll machen. Es muss nicht alles jetzt moralisch daherkommen, sondern humorig rüberbringen. Und dann hat man es zumindest erwähnt. Und dann ist Salz in der Suppe. Sonst ist keine Salz in der Suppe, wenn es nur alles schön geredet wird. Ja. Dann hat es einen schlechten Geschmack hinterher, dass man denkt, irgendwas stimmt da nicht. Aber wenn man die Schwächen erwähnt, dann stimmt es dann wiederum. Und das stimmt auch für den Verstorbenen. Es ist wichtig, dass der Verstorbene das hört, weil das zu seinem Entwicklungsweg auch gehört. Und dass man auch versucht, eine Meditation um den Verstorbenen herum zu machen, zum Beispiel. Also dass alle zum Beispiel um den Sarg herumstehen oder. Ich finde, es ist am schönsten in Feier, wenn der Sarg anwesend ist, weil dann ist der Körper anwesend, zwar gehüllt von dem Sarg, aber dann sind Seele und Geist ganz anders anwesend als bei einer Urnenbeisetzung, wo das Wesentliche schon passiert ist, bei der Feuerbestattung zum Beispiel. Also wenn es persönlich sein soll, dann sollte auf jeden Fall der Sarg anwesend sein. Und dann ist auch eine ganz andere Präsenz des Verstorbenen zu haben. Und auch da, dass Menschen selber tragen, selber senken, selber zumachen, wenn möglich, ist sehr hilfreich und kann sehr vieles dann auch heilen. Auch wenn man eine schöne Bestattung zum Beispiel erlebt, kann das auch alte, nicht so schöne Bestattungen heilen. Also es geht um Heilung, auch durch Schönheit. Man muss nicht ganz pompös alles richten. Es kann sehr einfach, schlicht und ergreifend sein, aber es muss schön sein. Weil Schönheit ist die Verbindung zwischen dem physischen Leib und Geist und ist heilsam. Ja, also so, ja, das ist, es muss, daher ist ganz wichtig, wie man das gestaltet, aber es muss nicht jetzt einfach alles pompös sein. Es kann das ganz einfache, das Schönste sein, eigentlich auch. Der Satz war so schön, ich streich den nochmal heraus. Es muss nicht pompös sein, sondern schön. Schönheit ist heilsam. Ja, und dann die andere Sache ist so, dass ich dann auch noch die Angehörigen bitte, selber die Rede zu halten. Weil, wenn sie sich dann mit diesen Themen auseinandersetzen, mit diesem Motiv und Lebensaufgabe, können sie ihre Trauer ganz anders auch verarbeiten. Und das, was das, dieses sich mit dem Leben nochmal beschäftigen, des Menschen, und dieser Weg von Kopf bis in die Hand und was geschrieben wird, ist manchmal sehr lang und manchmal kommt ganz anders was raus. Und es hilft einfach auch ein bisschen Abstand
zum Leben von den Menschen zu bekommen, beziehungsweise das zusammenzufassen oder eben auch diesen Überblick zu bekommen. Und dann kommen meistens auch mehr, kann man leichter diese Motive und Aufgaben herausnehmen. Also ich finde es, und die meisten sagen, oh, Frau Fundes, ich werde es nicht schaffen und ich habe die Kraft dafür nicht. Und dann sage ich ja, sehen Sie das lieber als das größte Geschenk, was Sie den Verstorbenen machen können, ist diese Rede, diesen Brief an den Verstorbenen, das ist dann meistens als Brief verfasst. Diesen Brief an den Verstorbenen ist das größte Geschenk, was Sie dann diesen Menschen machen können. Und wenn man das so sieht, dann ist es, haben die meisten Menschen kein Problem damit, das selber zu halten. Und natürlich dürfen ab und zu Tränen fließen und wenn es gar nicht anders geht, dann springt jemand anders ein oder ich, ist egal. Aber wenn Sie das geschafft haben, dann sind Sie meistens dahinterher total stolz, dass Sie es geschafft haben und sind überrascht, dass es doch leichter war, als Sie dachten. Weil das ein Geschenk ist und man merkt, dass der Verstorbene auch zuhört und auch sehr dankbar ist dafür.